Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zum zweiten Tag hier aus Los Angeles. Ich hoffe, ihr habt den Vlog von gestern gesehen. Falls nicht, blende ich euch den jetzt einmal ein. Checkt ihn sehr, sehr gerne ab. Wir waren auf dem NBA-Game. Wir haben jetzt 12 Uhr, haben ein bisschen länger geschlafen, aber den Schlaf brauchen wir auf jeden Fall auch. Wir sind gerade auf dem Weg zur Melrose Avenue. Ich denke, sollte den meisten was sagen. So Shopping Area, Vintage-Läden, Resale-Stores, bla bla bla. Wir haben uns gedacht, wir machen am Anfang der Reise diesen ganzen Shopping-Part, weil wir auch nicht so viele Sachen mitgenommen haben. Also ich bin eben hier hingeflogen mit der Intention, dass ich mir viele Sachen kaufe, neue Klamotten kaufe, damit coole Bilder mache etc. Deswegen ist es am schlauesten, das Ganze am Anfang zu machen. Da düsen wir jetzt hin, fahren noch circa 12 Minuten. Aber ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, ich liebe es, so LA zu fahren. Es ist so geil, immer mit dem Auto hier durchzufahren. Wetter ist auch perfekt. Wir haben, glaube ich, 28 Grad. Kein Wind, keine Wolken. Viel mehr gibt es nicht zu sagen. Lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt einen Kommentar. Ich hoffe, ihr enjoyed das Video. Lasst ein kostenloses Abo da. Ich würde sagen, wir legen los. Let's go. How they hear you love that bitch, you don't know that bitch. It's like having set prices on a diamond brick. You get good pussy once. So, wir sind da. Melrose Avenue, wir haben es geschafft. Bevor wir shoppen, erstmal eine kleine Stärkung. Ich denke, ich gehe mit einer Granola Bowl, weil ich weiß, ich werde so viel Scheiße die nächsten Tage essen. Deswegen gesundes Frühstück schon mal eine gute Basis. Erstens da, mein Getränk und hier meine Granola Bowl. Die Jungs haben beide ein Sandwich. Oder die haben einfach Brennnesseln in mein Getränk getan, ja, es brennt. Also Minze. Er sagt Brennnessel. Let's go shopping. Unser Durst ist gestillt, der Hunger ist gesättigt, wir sind ready zum Shoppen. Und da sehe ich schon den ersten Store. In dem Store war ich jetzt schon zweimal. Beide Male, wo ich hier war, war ich da. Sehr, sehr geiler Vintage-Laden. Da habe ich unter anderem Anfang des Jahres meine beiden Vintage-Racing-Shirts gekauft. Und ich denke, das steppen wir mal rein. Wir haben hier immer so Kategorien, ihr könnt sehen. Musik zum Beispiel. Hier haben wir Harley Davidson, Cars. Also hier sind überall diese Vintage-Racing-T-Shirts, die ich sehr, sehr nice finde. Hier gibt es einfach so ein Apple-Mitarbeiter-T-Shirt aus diesen Apple-Stores. Was kostet der Lachs? 95 Dollar. Ey, der hat noch einen Schaden, Alter. Ich finde das irgendwie nice. So der Fit sieht irgendwie so leicht crop-boxy. Coole Farben mit diesem Blau-Gelb. Das könnte eigentlich cool sein. Hier gibt es auch die Justin Bieber-Kategorie mit solchen Sachen hier. Purpose-Shirt, Legende. Boah, das hier ist auch ein Legenden-T-Shirt. Der Verkäufer hat mir gerade gesagt, dass hier die ganzen seltenen T-Shirts sind. Hier ist immer so ein kleiner abgetrennter Bereich. Hier sollen angeblich die etwas selteneren Dinger sein. Deswegen gucke ich jetzt hier nochmal durch. Wenn ich irgendwas finde, sage ich euch Bescheid. Das dauert auf jeden Fall alles immer. Man muss hier immer überall durchgucken, wie es halt bei diesen Vintage-Sachen immer ist. Hier auch ein Vintage-Stussy-Shirt. Yoshi, ruhig bleiben. Hier ist aber irgendwie voll viel Stussy. Stussy London Chapter. Also hier ist echt viel Stussy am Start. Das ist auch crazy. So ein Vintage-Star-Wars-Shirt. Ich fühl. Nee, aber der Bereich ist irgendwie nicht so. Also ich habe jetzt hier nichts Wildes gefunden, deswegen steppe ich ihn mal wieder raus. Das wär's mit dem ersten Vintage-Laden. Wir haben keinen Pickup getätigt. Nächster Store, The Cool, auch von Cool Kicks. Sehr geiles Ding. Für alle, die den Store jetzt hier nicht kennen, davon gibt es zwei Stück auf der Melrose. Das ist eben so ein Resale-Sneaker-Klamottenladen. Wenn ich irgendwas finde, sage ich euch Bescheid. Ich muss mal ein bisschen durchgucken. Aber auf jeden Fall ein sehr, sehr nicer Laden. Das hier ist auf jeden Fall alles CPFM. Ihr könnt sehen hier zum Beispiel der Fleece in Lila. Auch sehr, sehr krass. Hier die T-Shirts, ein CPFM Flanell, ist ja auch am Start. Aber ich habe hier gerade den Hoodie gesehen und ihr könnt es jetzt nicht fühlen, aber der ist double layered, wiegt irgendwie 5 Kilo oder so. Hat auch so eine sehr, sehr geile Waschung, leicht sunfaded. Weiß aber nicht, ob das eine CPFM Collab ist oder so, aber der ist, Digga, der ist unnormal krank. Also hier könnt ihr es sehen, der ist so double layered, der ist unnormal dick. CPFM McDonald's Collab ist auch am Start. Hier sind auch diese Yeezy Gap Hoodies. Auch hier wieder ganz viel Stussy, ne? Überall vertreten. Das sogar low-key cool. Das feiere ich. Gerade mal gefragt, das ist ein Nike Cactus Plant Flea Market Collab Hoodie. Den kann ich tatsächlich gar nicht. Ja, er fittet schon gut. Auch hier so mit diesem Detail, das Distressing, so richtig geil ausgewaschen. Also ich muss sagen, ich finde den schon sehr, sehr krass. Ihr könnt natürlich jetzt nicht so gut relaten, wie die Qualität und so weiter ist, aber die ist insane, also wirklich gar nicht mit Nike vergleichbar. Aber ich muss sagen, ich finde den Print hier auf dem Ärmel nicht so nice, dieses Just Do It hätte man weglassen können. Hier auch Denim Tears, die Jeansjacke. Der Colorway. Und auch hier geht es ohne Pickup raus, aber keine Sorge, so schlimm ist das Ganze nicht. Also ich muss sagen, ich fand diesen Nike CPFM Hoodie sehr, sehr nice, vor allem auch die Waschung, der Fit, die Qualität war alles wirklich super. Aber hat mich eben jetzt auch nicht so geistkrank umgehauen, dass ich sage, ich muss mir den jetzt direkt kaufen. Deswegen erstmal tranquilo, wir warten ein bisschen ab, checken noch ein paar andere Läden ab, weil ich muss jetzt ja auch nicht direkt das erste Beste direkt kaufen. Wir machen das hier alles ganz entspannt, steppen hier ein bisschen rum, laufen die Straße herunter und checken einfach die Stores ab, die uns ins Auge fallen. Als nächstes Band LA, ist auch so ein Resale-Store. Wir checken mal ab. Der Real Talk, Yoshi will hier einen Orgasmus bekommen. Das, das, das und das ist alles Stussy. Also ihr könnt sehen, alles hier ist Stussy. Ich bin halt gar nicht in diesem Stussy-Game, deswegen weiß ich nicht, was jetzt hier coole und seltene und besondere Shirts sind. Ich sehe sie das erste Mal in Real Life. Einfach die legendären Cars Crocs. Das war es nicht. Da waren irgendwie nicht so geile Sachen, abgesehen von
500 Stangen Stussy. Was machen die Jungs jetzt hier? Hey y'all, my name is Hollywood Rim. Everybody might know me as Hollywood. And I got my good people from Germany. Right now they represent our art for Hollywood. Ich habe jetzt gesagt, er soll hinten auf den Rücken einmal so ganz, ganz groß LA machen. So als kleines Andenken, dass ich auch eine kleine Memory habe, ne? Wisst ihr selbst. Das ist professionelle Handwerkskunst. Schön mit der Schere hier. Super. Macht er gut. Macht er gut. Jetzt werden noch die Keulen rausgezogen. Appreciate you. Thank you so much, man. Ich setze mir jetzt ganz kurz zum Auto, weil ich wollte jetzt mit Hoja auch die ganze Zeit rumlaufen. Dafür ist es doch ein bisschen zu warm. Wir stauen jetzt kurz alles im Auto und dann geht die Shoppingtour weiter. Hast du schon deine Sachen ins Auto getan? Ja, ist doch da in der Werkbank. Erster Kopf, das jetzt damit und weiter geht's. Wir sind hier gerade random in so einem Vintage-Laden gelandet. Wir checken das Ganze mal ab, Sachen aus, sieht sehr cool aus. Und wenn ich was finde, sag euch Bescheid, ich nehme das Ganze. Einfach ein UPS-Mitarbeiterhemd. Hier auf jeden Fall ganz, ganz viel Vintage-Nike oder auch wie hier so ein Vintage Adidas Hoodie. Hier gehen tatsächlich sogar die Preise vollkommen klar. Was haben die immer für random Sachen? Eine Burger King Jacke. $35. Einpacken oder was? Hier sind auch ganz, ganz viele Vintage Carhartt Workwear Jacken. Ich muss sagen, der Laden ist cool. Also Real Talk, hier sind voll die geilen Sachen eigentlich. UPS Hemd einfach ziehen mal oder was? Zeig mal dein Hoodie. Das Vintage Adidas Hoodie. Das Balenciaga Hoodie. Das ist einfach genau der Adidas Balenciaga Hoodie, ne? Ah, der ist sehr, sehr cool. Ich habe jetzt hier einmal den Hoodie vorhin angeprobiert. Steht einmal USF drauf. Nike Swoosh. Also schön ausgewaschen in grün, der fit auch vor allem. Ich muss sagen, sehr, sehr nice, kostet $35 oder so, also 32 Euro. Hier haben wir auch eine Option. Wir gucken, dass wir hier ein paar Sachen finden, den Preis dann am Ende ein bisschen drücken können, wenn wir ein paar Sachen haben. Und mal gucken, wo wir am Ende bei landen. Ich bin gespannt. Ich glaube, der Hoodie wird's für so ein Drizzy, kann man damit nichts falsch machen. Sehr, sehr cooles Ding, sag ich euch ehrlich. Real Talk, der Store bis jetzt ist der größte Hidden Gem. Ich sag euch, hier gibt's so viele krasse Sachen für echt faire Preise. Also ihr seht, das Ars hier gerade irgendwie ein bisschen aus. Ich hab die Jacke zum Aufwirken, so eine Vintage. Hard-Worker-Jacke mit so einem Stick vorne drauf. Gucken, was die kann. Ich finde das halt auch eigentlich pervers, ne? Digga, ich finde die so krass. Krass. Ich finde die anders, weil die hier unten nicht so diesen Bund hat, dass enger geht, sondern einfach ja, so. Halt ein bisschen locker, ja, genau. Unten. Ist halt besser als zum Beispiel da. Ich finde die sehr geil, aber ich feier diese schwarzen Säume. Die Farbe ist aber sehr geil. Vom Fit her ist das auf jeden Fall bis jetzt die krasse Jacke. Wir sind uns nur ein bisschen unsicher wegen dieser Farbe, ob das nicht ein bisschen too much ist. Aber die sieht schon heavy aus. Ich sag dir, die fit sich dir perfekt. Ich finde den auch sehr, sehr krass, ne? Mit diesem Adidas-Logo-Kragen. Den ziehe ich auch mal an jetzt. Das ist für mich ein bisschen zu klein, oder? Ich finde den Kragen halt krass, auch die Farbe. Der fit so an sich ist auch geil. Die Ärmel sind so ein bisschen zu kurz. Die drei Sachen werden jetzt eingepackt. Zwei Teile für Leon, der grüne Hoodie für mich. Nächster Pickup getätigt. Let's go, wir sind im Flow. Wir sind ja überall coole Läden und so, ne? Aber dann kommen halt auch random einfach solche Läden. Also, diese Straße ist so random. Zwei Läden weiter, direkt der nächste Vintage-Store. Das Senat wollte hier halt eben unbedingt rein und ich glaube, ich weiß jetzt auch warum. Die haben sogar Sachen in Senats Größe. Oh mein Gott, Paradies. Alles Realtree. Alles Realtree-Sachen. Yoshi, wenn du das siehst, ich weiß ganz genau, wie du gerade reactest. Digga, oh mein Gott. Okay. Hier muss ich mal durchgucken jetzt. Longsleeve, auch sehr, sehr nice. Ich glaube, ich sammle jetzt mal meine ganzen Pickups hier. Hängen die alle hinten auf eine Stange. Hier auch ein Realtree-Hoodie, wo nochmal extra Realtree draufsteht, damit auch jeder Bescheid weiß. Aber den, muss ich ehrlich sagen, finde ich auch extrem, extrem krass. Der kommt auch safe weg. Das sind meine Favorites von den Realtree-Sachen. Einmal das T-Shirt hier, ein Longsleeve, noch ein Longsleeve und diesen Hoodie. Ganz das Store wurde durchgesucht. Wir haben es geschafft, wir sind in der Umkleide. Das ist meine Auswahl. Einmal so ein Vintage USA Olympia-Sweater. Digga, das wollte ich gar nicht haben. Was macht das denn hier? Okay, das nicht. Die Realtree-Sachen, die ich euch eben schon gezeigt habe. Dieses Ford-T-Shirt und dieses rote Racing-Shirt. Fand ich eigentlich auch ganz nice. Das Sweater. Gebt euch einfach den Fit. Was ist das für ein krasser Fit? Wie nice sieht der aus mit diesem Detail hier? Boah. Der kann was. Der ist sehr, sehr cool. Das ist es nicht. Viel zu kurz. Der Kragen auch wieder so mega weit. Der ist auch zu klein. Arme zu kurz. Unten zu kurz. Nichts passt. Es passt einfach nicht. Das passt obenrum perfekt. Schöner Kragen. Perfekte Ärmellänge. Aber es ist halt einfach zu lang. Jetzt kommt langsam die Pechsträhne. Ich merke, es fängt an. Vielleicht mache ich auch den Move und lasse es in Deutschland ein bisschen croppen, weil vom Ding her, ihr seht die Ärmel, der Kragen, alles perfekt. Der Print ist übernice. Also ich nehme jetzt den Sweater und das T-Shirt. Das Ganze wird hier gewogen und dann eben nach Gewicht mit dem Preis bemessen. Ich bin mal gespannt, was ich zahle. Ich weiß es noch gar nicht. Pickup Nummer 3. Es läuft. Ich habe jetzt für den Sweater und das T-Shirt $35 gezahlt, also ca. 33 Euro. Wir sind jetzt wieder kurz zum Auto gegangen, haben unsere ganzen Einkäufe abgelegt und ihr merkt, es wird langsam hier erfolgreich. Jeder tätigt seine Pickups. Also ich habe mir jetzt insgesamt 2 Hoodies, 1 Sweater und 1 T-Shirt gekauft und habe, glaube ich, für alles zusammen insgesamt
75, 80 Euro gezahlt. Das muss ich ganz kurz festhalten, auch wenn ich hier Hausfriedensbruch begehe. Aber was ist das für eine Spinne? Oh mein Gott, Alter, einfach im Hauseingang. Yo, geiles Haus, Couscous. Ich habe mir gerade eine Frozen Pineapple Lemonade bei Starbucks geholt. Sieht irgendwie ein bisschen sass aus, aber ich teste mal. Spontan noch mal zum anderen Cool Kicks gegangen, eben nicht der, wo wir eben waren, sondern eben jetzt zum anderen. Das ist, by the way, auch genau der Store, wo ich mir Anfang des Jahres die Yeezy Insulated gekauft habe. Also, ihr könnt sehen, hier gibt es wirklich nur Schuhe, nichts anderes. Aber ich sage euch auch ehrlich, ich habe bis jetzt auch noch nichts Cooles gefunden. Also, irgendwie habe ich bis jetzt nichts vom Hocker. Wobei ich eigentlich sogar sehr, sehr krass Bock auf den Schuhpickup hätte. Ich habe richtig Bock, meinen Schuh zu kaufen, aber. Wer sich noch erinnert, genau hier stand meine Insulated Boots Anfang des Jahres, als ich hier war. Die haben hier auf jeden Fall Utopia Air Force. Also das sind ganz normale Air Force mit diesem Utopia Schriftzug. Die konnte man damals auf der Seite bestellen. Jungs, was sagt ihr? Cop oder Drop? Soll ich einpacken so? Könnte, glaube ich, auch schon sehr, sehr krass auf meinem Outfit kommen. Ich glaube, ich ziehe mir jetzt hier noch einen Babrick. Denn ihr wisst, in jeder Stadt, wo ich bin, kaufe ich mir so ein Mini-Babrick als Andenken. Die Variante habe ich in New York gekauft. Die Variante habe ich in Amsterdam gekauft. Und die Variante wird jetzt in Los Angeles. Die Jungs kann ich bekommen. Sonic wäre der geilste. $10 wird eingepackt. Wie gesagt, Sonic wäre auf jeden Fall der beste. Und es ist... Digga, was ist denn das denn für ein Müll? Ein langweiliger Grauer. Geil. Was eine Scheiße. Das ist der unseltenste von allen. Das wäre der coolste gewesen, Sonic. Der ist Müll. Ja, was ist das für eine Kacke? Ja, Sonic wäre echt krass gewesen, ja. Nächster Vintage-Laden, Second Street. Die haben hier, soweit ich weiß, auch so Vintage-Designer und andere Brands eben. Hier kann man es direkt schon sehen. Stussy, also hier kann man eben auch gebrauchte Stussy Sachen kaufen, wie zum Beispiel auch hier diese Bomberjacke. What the fuck, hier gibt's einfach Insulated Boots für $400. Grüße gehen raus an mich, Alter, was ist denn das hier für ein geistkranker Stil? Also hier ist, glaube ich, echt relativ viel krasser Stuff am Start. Was ist das für ein Story? Gibt's einfach V-Lone, Balenciaga. Also ich glaube, wenn du hier lange suchst, kannst du dir auf jeden Fall sehr, sehr krasse Sachen finden. Gibt's auch so Track Runner einfach für $400. Also ich glaube, ich muss jetzt hier mal ganz, ganz lange ein bisschen suchen. $50 für Revenge Storms. Ey, dieser Laden ist crazy. Ich habe hier gerade einen OG Yeezy Season 4 Calabasas Hoodie gefunden. Ihr könnt sehen, der Fit passt eigentlich perfekt. Der ist schon noch die Farbe cool. Der ist schon eine Qualität. Kostet $100, also irgendwie so 95 Euro oder so. Aber ich muss gucken, dass ich hier nicht random irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Sachen kaufe, die ich am Ende eh nicht trage. Der ist auch sehr, sehr krass. Feier ich. Hier auch Stussy Nike. Wie viel kostet der als Beispiel? Ja, okay, $150 ist aber ein bisschen teuer. Hier auch ein Yeezy Gap Hoodie. Aber ich glaube, der wird mir nicht passen. Der ist sehr, sehr klein. Kostet $110. Ist auch ein sehr fairer Preis. Ich habe hier jetzt gerade noch dieses Stussy Puffer gefunden. Ich zieh ihn mal ganz kurz an. Also ich werde die eh nicht kaufen, aber... Ja, dieser findet ja perfekt. Hä, hey, dieser Tour ist cool. Also ich wäre dumm, wenn ich mir jetzt hier eine Pufferjacke kaufe, auch wegen Gepäck. Und ich glaube, die kostet 170 Euro oder so. Ich weiß gerade nicht, was Retail ist, aber auf jeden Fall eine coole Jacke. Ich muss hier raus. Ich habe gerade so Kreislauf bekommen. Mir ist so schwindelig und schlecht, ey. Ihr könnt sehen, ich habe diesmal keine Tasche. Ich habe mir nichts gekauft. Ich habe bis auf diesen Calabasas Hoodie jetzt auch nicht so unfassbar krass gefunden, was auch in meiner Size war. Aber ich glaube, dieser Calabasas Hoodie wäre jetzt ein bisschen auf Krampf gewesen. Der war cool, keine Frage, so, aber... Ich glaube, ich würde den eh nicht tragen. Und wir sind ja auch noch einige Tage hier und wollen noch ganz, ganz viel shoppen. Deswegen muss ich jetzt auch nicht mein ganzes Geld direkt beim ersten Mal jetzt auf dem Fenster werfen. Ich sage euch ehrlich, ich bin auch gerade mies im Arsch. So mein Kreislauf und so weiter geht irgendwie... Der macht ein bisschen Faxen gerade. Ich denke, so krass wie shoppen werden wir jetzt auch nicht mehr. Die Sonne geht langsam unter. Ich denke, wir gehen jetzt was essen. Aber keine Sorge, das war auf jeden Fall nicht der letzte Shopping-Vlog. Wir werden noch ganz, ganz viel shoppen gehen. Auch die nächsten Tage und auch noch auf Vintage-Flohmärkte gehen und dies und das. Also ihr bekommt noch genug Content, keine Sorge. Aber für den ersten Tag war es schon mal sehr, sehr gut. Wir haben coole Pickups getätigt. Und jetzt gucken wir, was der Abend noch bringt. Ich habe geisteskrank Hunger. Wenn wir schon auf der Melrose sind, dann wisst ihr auch, wo es essen geht. Und da habe ich so geisteskrank Bock gerade drauf. Burrito ist eingepackt. Ich nehme mir als Getränk immer diese Limonade. Vertraut mir, die ist unfassbar lecker. Hat aber, glaube ich, auch 50 Gramm Zucker. Achten wir jetzt aber mal nicht drauf, ne? Und das Beste von allem, es gibt einfach Plastiksträume in Amerika. Dinner with a View. Den Lachs, den ziehe ich mir jetzt rein. Wir nehmen zusammen den ersten Biss. Ihr könnt sehen, es ist einfach ein... Wow. Let's go. Krank. Überkrass. Ich finde das so geil. Und vor allem, Digga, das ist so viel. Du musst auch sagen, das kostet $10. Ja, sind so 8,50 Euro oder so. Eine Bombe, das Ding. Vor allen Dingen für den Preis. Sag, dass meine Empfehlung gut ist. Ja, deine Empfehlung ist gut. Das wollte ich hören. Wir haben jetzt mittlerweile, ich glaube, ca. 20 Euro. Jetzt nochmal zu Target, ein bisschen was einkaufen, das Hotel. Cruiser, denke ich noch ein bisschen durch die City. Genießt aber den Moment. Aber wir müssen noch ein bisschen was. Digga, scheiß mal auf den Film an, das Auto. Digga, guck dir mal das Auto an. Das Auto. Digga, wie? Das ist zu crazy. Alter. Also das sind diese Lowrider, wo man so
zweiten. Ich kaufe jetzt noch ein bisschen was ein. Ich habe auch keine Ahnung, ob heute noch irgendwas passiert. Keine Ahnung, aber. Ja. Was ist denn Hot Cocoa? Achso, heißer Kakao. Aber ich sag ehrlich, Zahnarztbogen ist von gestern mal echt nice. Hier haben wir noch eine sehr, sehr seltene Prime gefunden. Hammermäßig. Ja, was soll ich euch sagen? Wir haben den nächsten Morgen. Abmoderation habe ich auch sehr, sehr korrekt vergessen. Das war's mit dem Video. Das war's mit dem ersten Shopping-Blog aus Los Angeles und dem zweiten Tag. Bin gestern noch ein bisschen durch die Stadt gefahren. War noch sogar beim Santa Monica Pier, aber da habe ich das einfach alles nicht mehr gefilmt. Wir haben einfach auf ganz entspannt den Abend ausklingen lassen. Danach sind wir zum Hotel gefahren. Ich habe das Video direkt gecuttet und ihr seht das Ganze jetzt. Lasst auf jeden Fall sehr gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt einen Kommentar, wie ihr den Shopping-Blog fandet, wie ihr meine Pickups fandet. Keine Sorge, es war auf jeden Fall nicht der letzte Shopping-Blog. Wir werden auf jeden Fall noch ein paar Mal hier shoppen gehen. Das wär's von mir. Haut rein, macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Video und ciao.